Die Gewerkschaft der Lokführer möchte eine Woche streiken und wir haben warmes, aber regnerisches Wetter angesagt. Ich zeige Ihnen jetzt mal, wie ich mich auf den Regen einstelle, damit das Fahrradfahren selbst bei diesem Wetter wirklich noch Spaß macht. Das Wichtigste ist so ein Helmüberzug. Den gibt es für ungefähr 10 Euro im Fahrradhandel. Damit halten Sie einen trockenen Kopf und weil Ihr Helm ja vorne so einen kleinen Schutz hat, bleibt die Brille meistens auch halbwegs trocken. Dann geht es weiter, eine Fahrradjacke, die ist jetzt vom Lidl für 15 Euro. Wichtig ist halt, dass es eine Fahrradregenjacke ist, damit sie hinten einen trockenen Po behalten. Und jetzt kommt etwas Spezielleres, das sind Regenschuhe. Die sind etwas schwieriger zu kriegen, wo habe ich sie denn? Hier. Trockene Füße ist super wichtig, nasse Beine egal, nasses Gesicht egal, nasse Hände egal, aber trockene Füße und trockener Oberkörper, dann macht Fahrradfahren Spaß. Wenn Sie keine Regenschuhe bekommen, weil die sind halt im Fachhandel nur zu bekommen, dann nehmen Sie einfach möglichst dichte Schuhe, die schnell trocknen und nehmen Wechselschuhe mit, damit Sie sofort nach dem Fahrradfahren die Schuhe wechseln können. Und als letztes natürlich Fahrradtaschen. Hochwertige sind super, wenn Sie nur noch günstige kriegen, geht es aber auch. Meine sind so groß, dass mein kompletter Notebook-Rucksack in die eine Tasche passt und alles, was ich an Wechselkleidung, Lebensmitteln und so weiter dabei habe, für den Arbeitstag in die andere Tasche. So, und damit bin ich eigentlich voll ausgerüstet. Regenüberzug für den Helm, Regenjacke, Regenschuhe, Regentaschen und schon macht das Fahrradfahren Spaß. Und es ist mir ehrlich gesagt dann mal ein paar Tage egal, wenn gestreikt wird, zumindest für mich, wenn ich diese Strecke fahren kann. Ich weiß, das kann nicht jeder, aber wer das kann, kann das mal nutzen, um eine wirklich schöne Zeit zu verbringen und ein bisschen Sport zu machen und raus in die Natur zu kommen.